Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal seid ihr mit dabei, wie ich nach, Sousse fahre, genau, Sousse, und da mich treffe. Und ja, okay, lassen wir los. So, jetzt gehen wir eine Familie besuchen, die ich vor 3 Jahren kennengelernt habe. Mein Camper ist ja ganz weit weg da hinten. Ich bin zu Fuß und das sind ihre Schafe. Und jetzt überraschen wir sie mal. Jui, ist das klein. So, das ist hier. Die wohnen hier. Ich glaube, die Männer gehen zur Arbeit. Jetzt mal gucken, ob jemand da ist. So. Da habe ich mich verfahren, das letzte Mal stand ich genau da, da war Sackgasse. So, der erste kam mal raus. Jetzt kommt die Frau. So, das ist die Großmutter. Angie! So, das ist. So, sie macht jetzt mir eine warme Milch. Unterdessen hat sie 2 Kinder gekriegt. 2 Jungs. Und ja, ich kann nicht so gut Französisch, aber wir verständigen uns mit ein paar wenigen Wörtern. Sie kann Französisch. Tunesisches Frühstück, so sieht das aus. Datteln in Olivenöl und Milch mit Kakao und Brot. Das eine war Honig, kein Olivenöl. Ja, und jetzt laufe ich wieder zurück, hole mein Campingcar und dann gehe ich Wasser holen bei ihnen. Ja, da hinten ist mein Campingcar. Jetzt spreche ich schon Französisch. Mein Camper, genau. Und hier einfach schön ganz alleine, viel Natur. So, dann fahren wir mal zu diesem Haus, das ist da hinten, so 1 Kilometer. Wir müssen auch durch den Acker fahren. Die Straße ging früher da durch, aber jetzt haben sie einen Acker aufgeschüttet, also einen Wall. Jetzt muss ich das Ding da umfahren, muss ich hier durch. Tiere hier gegenüber gehen sie jeden Tag raus. Gassi wie mit dem Hund. So, der hat schon den Schlauch bereit gemacht. Wunderbar. So, wir machen uns wortwörtlich wieder vom Acker in die nächste kleine Stadt. Da gehe ich was essen. Und ja, sie hat bei mir eine Waschmaschine bestellt, weil die muss noch von Hand waschen. Oh je, das arme, die arme Frau. So, mal schauen, nächstes Mal Waschmaschine mitnehmen und Kinderkleider für kleine, 2 kleine Kinder. So, den Acker habe ich hinter mir. Jetzt geht es da vorne auf die Hauptstraße. So ist die alte Brücke. So, jetzt bin ich wieder im Dorf. Jetzt muss ich gucken, ob ich den noch finde, wo ich mal was gegessen habe. Etwas Kleines, war wirklich sehr lecker. Ja, hier war es, glaube ich, ganz links. Muss ich nur noch irgendwo parkieren. Genau, hier war es. Derselbe Mann ist immer noch da. So, ich habe mein Essen. Ganz viel los hier. Jetzt, das ist einfach so ein Eibrötchen mit Gemüse drin. Und jetzt esse ich. Ja, es ist Samstag, die Bank hat zu, super. Ja, jetzt muss ich aber tanken. Der eine Tank ist ziemlich leer. Jetzt fahre ich auf Reserve. 2220 Kilometer bis jetzt. Ja, und hier muss ich raus, da läuft so viel. Es ist auch heiß, es ist schon 27 Grad. Zum Glück ist es bewölkt. So, ich tanke jetzt mal Gasoil sans soufre, also ohne Schwefel oder 50,
Mikro oder PPM, glaube ich. Nur mal 100 Liter, das reicht. Also der Diesel kostet, der schwefelarme Diesel, 55 Cent hier. Der andere ist ein bisschen billiger. Vor 3 Jahren war er noch der normale bei 30 Cent. Also auch hier Teuerung. Ja, da hinten verbrennen sie vermutlich gerade Reifen, schwarzer Rauch. Also unser Umweltschutz wird vermutlich nicht allzu viel bringen. So, ich mache mal eine Pause, ein bisschen abseits von der Hauptstraße. Mitten in alten Olivenbäumen. Aber nur kurz. Gell, Ayla? Dann gehen wir wieder, gell? Ja. Gerade ein Bettenwagen da durchgefahren, soll ich mein Fahrzeug betonieren? Lieber nicht, ich fahre da nicht rein. Wieder mal in einer größeren Stadt, also Stadt Sidi Bou Ali, glaube ich. Mitten da in der Medina. Granatäpfel werden da viel verkauft. Alle 100 Meter ein Stand. So, ich bin in Sousse. An der gleichen Stelle, wo ich schon mal war. Ich fahre jetzt noch ein bisschen nach vorne. Ich hoffe, ich bleibe nicht stecken. Ah, geht gut. Und da stelle ich mich hin. Ich hoffe, ich werde nicht weggescheucht. Da ist noch ein Kollege, leider immer angeleint. Armes Tier. Aber wenigstens bellt er nicht. Vielleicht fängt er jetzt dann an, wenn der Angie zu ihm geht. Ja, guckt euch das an. Mein Strand. Schön gereinigt. So, jetzt hat er mal Gesellschaft gehabt. Beide waren an ihm dran. Komisch, dass der nicht bellt. Schöne Schäfer. Benji hat schon 2 neue Freunde gefunden. So schnell geht das. Jetzt kommt Ayla, der Chef. Jetzt haben sie zum ersten Mal den Schäfer weggelassen. Er hat mega Angst, dass er davonläuft. Aber ich habe ihm gesagt, er läuft nicht davon. Er bleibt bei uns. So, der Besitzer ist ganz stolz, dass der Hund wieder zu ihm zurückkommt. Er ist jetzt echt zum ersten Mal frei. Und ja klar, schnüffelt er mal rum. So, jetzt ist er leider wieder an der Kette. Er konnte mal für 10 Minuten zum ersten Mal im Leben ein Stück Freiheit genießen. Und meine 2, die sind ja da immer frei. Und die Leute, ja, sind alle sehr freundlich. So, da kommt er, mein Freund. So, wir sind in einem Restaurant und lassen es uns richtig gut gehen. Ich muss mich da noch durch diesen Fisch kämpfen, wie man den da isst. Ein Dorsch ist das, oder? Ein Dorat, ja. Aber sieht doch lecker aus. So, mein Besuch geht wieder. Und ich gehe jetzt schlafen. Ich fahre wieder raus aus Sousse. Da ist gerade Kleidermarkt. Etwa so ist es in Indien. Wahnsinn. So könnte ich nicht leben. Also Sousse ist die drittgrößte Stadt in Tunesien, hat ungefähr 700.000 Einwohner.
Und jetzt habe ich, glaube ich, die halbe Stadt überquert. Ich versuche jetzt da raufzukommen, um auf die Autobahn zu gehen, um Richtung Duss zu fahren. Das geht aber 400 Kilometer etwa. Ah, da ist schon wieder Markt. Die europäischen Kleider kommen da. Vielleicht sind eure Schuhe oder eure Pullover auch dabei. So, jetzt bin ich endlich draußen und da vorne geht es auf die Autobahn. So sieht eine Zahlstelle aus, wie in Europa. Ich bin jetzt vor Sfax. Um zu zahlen, muss man die Autobahn verlassen, einen Kilometer fahren und jetzt wende ich gerade. Und dann geht es wieder auf die Autobahn. Ein bisschen speziell. Da seht ihr, ist einfach gesperrt. Da muss man verlassen, einen Kilometer wegfahren und dann bezahlen etwa 1,50 €. Weites Land. Machen mal eine Pause, links Autobahn, da hinten regnet es sogar, wunderbar, und die zwei kommen raus. Ja, so sieht das aus. Also, Wüste, die zwei sind sich am Beine vertreten, da hinten, aber sie kommen wieder zurück. Engine voraus, der Ausreißer. Ja, und so sieht eine Autobahnraststätte auf, da unten im Süden. Das ist die zweite, die so ist. Vielleicht ist die geplant und nie umgesetzt. Jetzt geht es da wieder auf die Autobahn. So sieht das aus. Uiuiui. Ui, ui. Also hier sieht man sich noch Regen bei uns. Will man ja kein Regen. Oder hat man zu viel, hier hat man zu wenig. Ja, jetzt ist sogar die Straße nass. Herrlich. Endlich wieder mal wird mein Wohnmobil gewaschen. So, Regen vorbei. Das ist jetzt schon die dritte Brücke, die nicht fertig ist. Warum auch immer. Ich frage mich gerade, wie das Land mal vor 300, 400 Jahren ausgesehen hat. Hat es da alles Bäume gehabt? Oder Steppe? Aber sicher mehr Grün wie jetzt. Wie man da drüben sieht, da wachsen auch Bäume. Ich denke, früher hat es da ja, viel mehr Bäume gehabt. Aber der Mensch, der holt es dann alles weg. Ja. So, jetzt bin ich Höhe Gabes. Hier ist die Autobahn fertig. 250 Kilometer etwa gefahren. Da geht es nach Tripoli. Also eine Zahlstelle kam nicht, beziehungsweise eine Baustellenzahlstelle, aber die ist noch nicht fertig. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch eine kommt oder nicht. Sieht nicht so aus. Ja, was ist denn das, du? Fenster zu. Side.
falsch. Scheiße. Oder doch nicht. Okay. Hinter mir sind die Autos nachgefahren, aber die haben da ein bisschen mehr Mühe wie ich. So, ich bin durch. So, jetzt fahre ich da an die Tankstelle zum Fragen, ob die schwefelarmen Diesel haben. Ich hoffe es. So, die haben leider keine Kartenzahlung, aber sie haben den guten Diesel. Super nennen sie den und das machen die so. So, wisst ihr, was das ist? Auch eine Tankstelle. Sprit von Libyen, vermutlich. Ja, da kommen immer wieder so Schwellen. Manche sind extrem krass. So, jetzt fahre ich aus der Stadt, jetzt weiß ich auch, wie sie heißt. El Hamma, das war jetzt El Hamma. Ja, jetzt sieht es so aus, ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Schattenplatz, einem Schlafplatz, aber das ist da ein bisschen schwierig. He? Ja, das geht meilenweit da, das ist nur Steppe, da kann ich nicht übernachten, da sieht mich jeder. So, da vorne hat es ein paar Bäume. Mal schauen, ob ich da was finde. Da ist ein Dorf sogar. Sei deine. So, ich habe glaube was gefunden. Ich bin links weg von der Straße. Jetzt stelle ich mich da irgendwo bei den Dattelpalmen hin. Bin ich mal zwischendurch reingefahren, gar nicht so einfach einen Platz zu finden. So, ich habe mich jetzt einfach mal hingestellt. Kinder sind da. Und jetzt müsst ihr das gucken. Da kommt Wasser und das ist ziemlich warm. Ich schätze mindestens 30 bis 35 Grad. Und dann diese Datteln, Wahnsinn, wie groß. Wahnsinn, wie groß die sind. Die sind, glaube ich, bald reif. Oh, sieht das schön aus. So, wir gehen den Spuren nach des Wassers. Es wird auch immer wärmer. Je höher natürlich, dass man geht. Also das ist der Garten Eden. Wahnsinn. Ich habe eine probiert. Schmeckt wirklich gut. Sind noch nicht ganz reif. Ja, das geht noch weit. Das gucken wir uns morgen an. Denn ich habe meinen Schlafplatz gefunden. Ich stelle mich hier rein. Gucken, ob der Boden hart ist. Not a problem. Ja, Wahnsinn. Kaum bin ich hier, kriege ich Datteln. Hab mir gerade jetzt eine mitgebracht. Also, extrem nett. Ich wollte gerade duschen und dann kamen schon wieder Besucher. Es ist unglaublich. Jetzt haben sie mir noch Granatäpfel und eine Melone. Die wachsen 20 Kilometer von hier. Ja, einfach nett. Einfach nett, die Leute. Und da unten eben noch die Datteln. Und eine Katze haben meine Hunde gefunden. Die ganz klein, die ist... keine Ahnung, ein paar Wochen alt. Unter einem Stein kam sie nicht mehr raus. Jetzt haben sie sie mitgenommen. So, das war's wieder von mir. Schön, wart ihr wieder dabei. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Okay, Daumen hoch und tschüss.